Ja, Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, ein, denke ich, für Mecklenburg-Vorpommern doch sehr beachtliches Thema, was wir heute in dieser Runde beraten. Auch nach 30 Jahren ist die vollumfängliche Umsetzung des Verkehrsprojektes Deutsche Einheit Nummer 1 für Mecklenburg-Vorpommern insgesamt von herausgehobener Bedeutung. Für dieses Jahr sieht die Bundesregierung Rekordinvestitionen in Höhe von 12,2 Milliarden Euro in die Eisenbahninfrastruktur vor. Bundesweit befinden sich 46 Projekte im Neu- bzw. Ausbau. Nur das Verkehrsprojekt Deutsche Einheit Nummer 1 wird seit 30 Jahren nicht fertiggestellt. Das Verkehrsprojekt sah den zweigleisigen Ausbau der Bahnverbindung Lübeck-Hagenow-Land-Stralsund, die Ertüchtigung der Strecke für eine Geschwindigkeit von 160 km/h, den Einbau von moderner Leit- und Sicherungstechnik sowie die Schließung von Elektrifizierungslücken vor. Aktuell sind die Strecken Hagenow-Land-Schwerin, Ribnitz-Damgarten-Stralsund und Fenschow-Blankenberg-Warnow in Betrieb genommen. Der zweigleisige Ausbau der Strecke Rostock-Ribnitz-Damgarten-Stralsund wurde allerdings aus volkswirtschaftlichen Gründen aus dem aktuellen Bundesverkehrswegeplan gestrichen. Lapidar heißt es hierzu beim Sachstandsbericht des Bundesministeriums für Verkehr aus dem Juni des vergangenen Jahres, ich zitiere, aufgrund des Ergebnisses der Bedarfsplanüberprüfung kann für die Maßnahmen zweigleisiger Ausbau Rostock-Ribnitz-Damgarten-West und Velgast-Stralsund dieses Projektes ein volkswirtschaftlich positives Ergebnis nicht erzielt werden. Sie werden derzeitig nicht weiterverfolgt. Das heißt im Klartext, dass auch nach 30 Jahren das Verkehrsprojekt Deutsche Einheit Nummer 1 nicht abgeschlossen wird und somit eine verbesserte Anbindung der betroffenen Regionen mit der einhergehenden wirtschaftlichen Entwicklung und Stärkung der Mobilität in Frage steht. Damit können und wollen wir uns nicht zufrieden geben, zumal fraglich ist, ob die Bewertungskriterien der Bedarfsplanüberprüfung auch den unterschiedlichen Ausgangssituationen der Bundesländer angepasst sind. Nur dann, wenn man die Verhältnisse wie zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen oder in Baden-Württemberg undifferenziert mit denen von Mecklenburg-Vorpommern vergleicht, kommt man dann wohl zu so einem Ergebnis, wie eben gerade zitiert in dem Ergebnisbericht. Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, schon jetzt kommt die Schieneninfrastruktur der Strecke Rostock-Ribnitz-Damgarten, Velgast-Stralsund an ihre Kapazitätsgrenze. So ist es gegenwärtig auf dieser Strecke weder eine höhere Taktung in der Zugfolge möglich, noch kann der bereits Standard ausgebaute Haltepunkt wie der in Kummerow zwischen Velgast und Stralsund bedient werden. Dies ist in den Menschen, die an der Strecke leben und auf diese Mobilität angewiesen sind, nicht zu erklären. Grundsätzlich will Mecklenburg-Vorpommern an den Investitionen in die Eisenbahninfrastruktur teilhaben und die wirtschaftliche Entwicklung in unserem Land stärken. Und gleichzeitig wollen wir auch unseren Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit und Klimaschutz leisten. Wir wollen die Deutsche Bahn und die Bundesregierung dabei unterstützen, den Schienenverkehr als zentrale Grundlage für eine moderne Mobilität auszubauen und unseren Beitrag zur Verkehrswende von der Straße auf die Schiene zum Erreichen der Klimaschutzziele leisten. Auch in unserem Land sollen bis 2030 die Fahrgastzahlen im Personenverkehr verdoppeln und der Marktanteil im Güterverkehr auf mindestens 25% ansteigen. Also dies entspricht dem vorgegebenen Ziel der Bundesrepublik. Nur so können wir eine entscheidende Rolle zur Reduzierung von Treibhausgasen, Lärm und Luftschadstoffen beitragen. Hierfür muss allerdings in die entsprechende Infrastruktur auch in Mecklenburg-Vorpommern investiert werden. Denn ohne Ausbau der Kapazitäten kann eine Steigerung der Attraktivität und damit der Wettbewerbsfähigkeit der Schiene nicht erreicht werden. Aus diesem Grund haben wir den vorliegenden Antrag eingereicht und fordern die Landesregierung mit Nachdruck auf, alle Möglichkeiten zu nutzen, um die Fertigstellung der noch offenen Teilprojekte des Verkehrsprojektes Deutsche Einheit Nummer 1
doch noch zu realisieren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.